I think there's something you should know about me. I just happen to like trials, I like danger, I like fire, I like nitro, I like getting in wild, I like a bit of blast. Da wird gelacht. Freiheit. Hallo, ihr. Manu, ihr seid jetzt ganz ruhig. Hallo. Ja, wollte ich nicht bei deiner Ansage stören. Wir hatten darauf, dass du was sagst. Ach so, natürlich. Ja, ich mache jetzt eine Ansage. Hallo! Ah nee, du musst ja später, aber hallo. Hallo Leute! Und damit herzlich willkommen. Oh, wie langweilig, ne? Ja, nur weil der Daniel gelacht hat. Herzlich willkommen zurück zu Trials Evolution. Und ich komme hier nicht über den Fels. Der Fels ist zu dick. Oh, das mit, ist so erotisch, ich weiß. Du musst es nicht immer wieder betonen. Nee. Hast du gar nicht erotisch gesagt? Irr, hast du angefangen. Hallo Fred, du hast... Ja, ich krieg nicht hoch! Hab ich noch gar nicht Bescheid gesagt. Na! Wie habt ihr denn da hochgekriegt? Ich bin einfach gefahren. Wie soll ich runter? So Daniel! Richtig, nee, das war nicht richtig so. Was habt ihr für ein Bike überhaupt genommen? Ich glaube, ich habe das falsche hier. Wir nehmen fast immer die Phoenix, oder wie heißt die? Das dünne. Ja, die Phoenix. Die Evo. Die letzte. Oder einfach hier. Ach, so, wir fahren fast. Immer. Wir haben so eine Absprache. Wir fahren immer mit dem Micro Donkey. Ja, richtig. Ich habe übrigens unter einer der letzten Folgen ein Kompliment gekriegt, von wegen, ich fahre diese Wände hoch, als hätte ich ein Gamepad. Jetzt leider nicht. Es war wie ein Feuervorführfeld. Weil ich mir nicht heimlich ein Gamepad geholt hätte. Seid mal nicht so konzentriert, sondern mach mal ein bisschen Smalltalk hier. Okay, ja, nee. Doch, ich finde das toll, Mia, dass du so tolle Menschen hast, die dich so loben. Die hab ich nicht. Mir wird immer nur gesagt, boah, da warst du jetzt ja mal wieder schlecht, Basti. Und Basti, wartet doch nicht immer vom Ziel, das ist doch total doof. Was? Sagen sie auch immer. Ja, das stimmt. Ups. Also ich kenne mich mit Smalltalk nicht aus. Ich auch nicht. Also wir sind halt, ich weiß nicht, ich bin 1,90. Nein. Basti ist ja auch irgendwie so um den 1,90? Dreh. 1,90? Ja. Deswegen ich auch. Hallo? Was lachst denn so doof? Nichts. Ganz ruhig. Boah, wer hat diese Strecke hier gemacht, ey? Jemand. Dem kacke ich vor die Tür. Aber da musst du aber weit fahren, glaube ich. Das sind meistens Ausländer, die es, also hier Engländer, Ausländer. Amerikanische Menschen, die es hier gemacht haben. Na, wenn du dir da mal nicht reingeschossen hast. Das gibt's doch. Hallo? Bitte? Wenn du dir da mal nicht ins Bein geschossen hast, das, und der was ich aus sage, oh mein Gott, ich komme hier hoch, ich komme hoch, Ausländer, ich komme, ich schaffe das. Nein, ist doch richtig, weil die wenigsten sind von Deutschen herstellt. Ja, das ist aber so ein vorbelasteter Begriff. Ausländer ist ein vorbelasteter Begriff. naja. Basti? Ja? Ja. Du bist einfach ins Ziel gefahren. Mhm. Ich finde, das ist ein vorbelasteter Begriff, weil viele Leute das negativ auslegen. Ja, das stimmt. Boah, Alter, ich schieß mich jetzt darüber und bleib liegen. Ich finde das kacke. Mann, es ist Ende. Ja, ich hab mich noch vor dich geschossen. Ach, du warst auch noch bei mir? Nee. Oder hast du gar nicht Mia gesagt? Bitte? Wen meinst du? Er hat dich gesagt. Wen meinst du mit dich? Fred. Fred? Was ist? Ich war's nicht. Nee, das ist eine unbekannte Nummer. Ich hab auch nichts. Ach, schon wieder so eine Wand hier direkt am Anfang. Basti! Ist gut, das ist mir leid, ich guck mir die ja vorher nicht an, das wäre gecheatet. So viel Gas! Boah, die wird noch steiler! Was? Ja, sehe ich auch gerade, ich bin gerade bei Daniel. Nein! Wie, noch steiler als hier unten schon? Nein! Ich war oben! Ich hab das Ende gesehen. Ich habe Licht. Ja, und dann bist du wieder abgestürzt. Jetzt muss ich zittern mit dem... Jetzt muss ich mit... Fuck. Ihr habt das viel einfacher, Alter. Ich muss mich so anstrengen, dass ich... Ich wird noch schneller. Nein. Ich bin ein Mann. Ich hab kein Gefühl. Ich kann nur hämmern. Ich komm da nicht langsam hoch. Ich muss die Finger tauschen. Das klappt sonst nicht so. Das geht nicht. Das geht nicht. Leute, stellt euch mal nicht so an, ihr habt das viel leichter als ich. Ich muss die ganze Zeit auf die Fall-Hoch-Taste hämmern, damit ich nicht allzu viel Gas auf einmal gebe. Ich glaube, ich kriege einen. Nein! Oben bin ich dann aber zu schnell, das gibt's doch nicht! Ich bin zu langsam. Wieso könnt ihr denn am Anfang hier so schnell fahren? Ach. Nein! Das gibt's nicht! Doch! Jetzt hast du geschafft. Nein. Ey, mein Vorderreif hebt jedes Mal ab. Das gibt's da! Du bist abgehoben. Genau, sei mal nicht so abgehoben, Basti. Entschuldigung.
Ich wollte gerade schon Fred sagen. Das wäre natürlich eine falsche. Boah, das ist ja. Wie hoch geht denn das dann hoch, bitte? Ja, 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 vor allem so steil. Das ist so steil. Ja, das ist witzig. Ah, das ist witzig. Um mich mal kurz darauf einzustellen, wie viele Steilheitsstufen gibt es hier? Eins, das ist die höchste hier. Die zweite, ich bin die zweite. Dritte. Ja, die zweite habe ich auch, die schaffe ich gerade so nicht wirklich. Drei? Vier gibt's. Was? Die zwei ist für mich fast unmöglich. Die vierte ist quasi wirklich senkrecht. Das ist ja nicht machbar. Ach man, könnt ihr mal aufhören, solche Kackstrecken zu nehmen, die ich nicht vernünftig mitfahren darf? Echt, wer hat denn das schon wieder ausgewählt? Dann muss ich mich ja immer unterhalten mit euch. Das Tolle ist, wenn man oben auf der Plattform ist, was ich schon jetzt ein paar Mal war, was denn? Ist da kein Checkpoint, nur eine weitere Steigung. Nee, super. Geht so. Nein, Angst. Ich will wenigstens die dritte Steigung erreichen, Jungs. Ey, ich krieg's nicht hin, da die richtige, das, versteht ihr? Nee. Das richtige Maß an Gas zu geben, ganz oben. Wenn ich du kannst im Grunde genommen mit Vollgas hochfahren und sobald du merkst, dass dein Rad ein bisschen abhebt, Gas und wegnehmen. Ich kann hier auf der Strecke nicht crashen, ich kann einen Kopfstand machen und meinen Motorrad hochnehmen. Also Gas zu sehen, musst du schon drauf haben hier, ne? Doch, hier ist wohl ein Checkpoint. Leute, man kann hier nicht crashen, nee, auf der Straße. Nee, die Krise, was, bitte? Man kann nicht crashen auf dieser Strecke. Ich kann mich einfach runterfallen lassen. Ja, ich habe eben Kopfstand gemacht und habe mein Motorrad auf meiner Nase balanciert quasi. Also, dich und das mit dem Motorrad. Ja. Nein, ich krieg dich nicht. Das Blöde ist, wenn du oben zu langsam bist, dann geht's nicht mehr. Genau, Deswegen fahrt unten schnell mit Vollgas ruhig hoch. Ja, und wenn ihr merkt, dass das. Und wenn ihr. Nee, du musst dich nach vorne lehnen und mit Vollgas hochfahren und dann immer langsamer werden. Vielleicht klappt wenn das Vorderrad sich abhebt. Mir geht es nicht. Wenn ich den Gas gebe, dann schlage ich schon bei der zweiten. Ja, dann gibst du halt nicht ganz Vollgas. Ja, dann sag auch nicht, ich soll Vollgas geben. Ja, und bei der zweiten Steigung, da bist du gibst am Anfang Vollgas. Am Anfang, man klebt da quasi dran, ne? Es geht schon schnell. Ja, und dann fängt irgendwann halt das Vorderrad an. Also dann kann man so lange eigentlich da auf der Geschwindigkeit bleiben und dann fängt irgendwann das Vorderrad an abzuheben und dann wird man langsamer. Fred, nein, 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 nein! Was machst du denn? Ich bin wieder unten. Ich war ganz oben, ey. Doch hinten kann man crashen. Nein, nein, Mist, nein. Schade. Ich habe die dritte Steigung erreicht, Leute. Für mich ist mein Tag ist heute gut. Alles ist gut. Bin begeistert. Ich will ihn jetzt hochkriegen hier. Das ist nicht so leicht. Aber Basti, jetzt hast du es auch raus, ne? Nee, nicht so richtig. Das war nur Glück. Ja. No. Also, Leute. Jetzt schaffe ich's. Jetzt schaffe ich's. Jetzt schaffe ich's. Fred, ich bin da. Fred, hallo. Hier ist ein Checkpoint. Oh, ist das schön. Ja. Ich fahr jetzt hier mal hoch. Was ist mit mir los, Fred? Wieso rufst du mich denn? Ich habe nur Ja gesagt. Ach so. Für Basti. Du hast einfach einen Namen und ein schlechtes Gehör. Du hast einen Namen und Vielleicht hat Fred einfach ein schlechtes Mikro. Keine gute Kommunikation. Nein, das Mikrofon ist nicht schlecht. Das war dafür viel zu teuer. Nur weil was teuer ist, heißt das nicht, dass es gut ist. Das hat mir die Nutte auch gesagt, aber egal. Das musste ich da auch gerade entdecken, aber dachte ich, nee, kannst du nicht bringen. Das wollte ich auch jetzt sagen. Wieder zu flach. Die was mehr kosten, die können halt auch mehr, ne? Sagen sie vorher. Ja, aber verlang da mal eine Kostprobe. Nein, geht auch nicht. Boah, ich wurde bisher nie enttäuscht. Na, na, na. Weihnachten. Osterhase. Nee, Basti, wie kommt man jetzt? Basti ist, glaube ich, auch nicht so gut in IQ-Tests, wenn er auf Weihnachten Osterhase antwortet. Das passende Wort wäre Basti Ostern. Basti ist, glaube ich, nicht so gut in IQ-Tests. Das ist schön. Basti, du bist doof. Oh, ich hab dich lieb, Basti. Ja, ich hab das schon verstanden. Auch wenn du doof bist, haben wir dich lieb, Basti. Gerade das haben wir ja so lieb an dir. Dann fühlen wir uns immer so gut. Wenn sie nicht so braun wäre, würde ich sie ankacken, ne? Bitte? Die Wand. Die Wand. Nein. Hat irgendjemand von euch schon mal einen IQ-Test gemacht? Ja. Nichts Echtes, glaube ich. Nee, im Internet kann man ja welche machen, aber die sind ja alle nicht... Das sind ja nur Knobelaufgaben. Brauche ich nicht. Ich bin bei der ersten schon gescheitert. Ich möchte mich hier an die Wand kleben. Ich auch. Ich will so einen Klettanzug haben. Ist das hier eigentlich die zweite Strecke? Ja. Ja.
Das ist voll nicht schwere. Ne? Ja, oh, ich klebe. Aber ich glaube wirklich mit Dingen, was ihr da habt, mit Gamepad, kriegt man die locker hin. Locker würde ich jetzt nicht sagen, aber es ist auf lockerer jeden Fall einfacher als ich. Lockerer als ich. Komm ja gleich mit meiner männlichen Stimme um die Ecke, pass mal auf. Dann guckt sich keiner mehr die Videos bei euch an. Oh, Fred. Meine Geheimwaffe. Ich find's aber gut, dass Daniel auch immer noch hier am Abkribbeln ist. Nee. Ja. Wir machen es uns hier beide. Nein, Fred. Ich sehe da oben. Ich war auch, wir waren, glaube ich, gleich hoch gerade, ne? Ja. Was kommt denn da hinten noch so? Ich fahr einfach von unten nochmal hoch. Was kommt denn danach? Kommt danach wieder irgendwas, so was Schlimmes? Das quasi... ein rechter Winkel, von dem man starten muss. Also es ist genau das gleiche, nur dass man bei euch hat, also am Anfang hat man ja diese kleine, steht hier, da kriegt man immer so eine Hilfe am Anfang. Und hier ist es einfach so, da hast du eine gerade Strecke und dann geht es plötzlich nach oben. Und das ist halt extrem schwierig, da erstmal ranzukommen. Außerdem ist die Strecke nach oben auch noch ein bisschen steiler. Ne, das geht mit diesem Bike doch nicht. Ach man. Wieso, die fahren doch alle das gleiche, oder? Was hast du genommen? Donkey. Bist du nie mit Vollgas hochgefahren, Basti, oder hast du dich erst an die Wand geklebt und ich dann langsam? Ich habe mich erst an die Wand geklebt und dann habe ich gedrückt. Ich kack mich gleich an die Wand. Oh, wie geht, wollte ich gerade sagen. Ich hab mich an die Wand geklebt und dann gedrückt. Ja. Oh, ich klebe an der Wand, Basti. Ja, komm jetzt, gib ihm. Oh Mann. Wie unpassend, dass die Wand braun ist. Ist die oben auch noch braun bei euch? Aber Daniel sieht man sie wenigstens. Vor uns ist sie noch hell. Ich muss auch noch langfahren. Ja, vielleicht nee, hast du nee, nee, das jetzt schaffen. Musst du aufpassen, dass du auf die Schnauze fliegst. Wie so eine Zeit immer. No, das kommt immer näher. Ja. Scheiße! Es ist doppelt schlimm, wenn du dich entmollst. Wir hatten da hingeschießen. Ich finde, dann schaffe ich das im First Try. Nee, das geht gar nicht. Die Wand ist ja, die nächste Steigungsstufe ist ja senkrecht. Quasi. Fährst du auf dem Rücken, wa? Nee, die Map ist... Ja, vor allem, die soll Mittel sein, ne? Die ist als Mittel angegeben, das ist so krass. Das ist ja Wahnsinn, ist das. Naja, das sind so diese speziellen Sachen, ne? Wo manche Leute dann extra sowas nehmen, um das zu üben. Warte mal. Aber ich finde das doof, wieso schreibt man sowas denn nicht im Titel? Irgendwie Climbing oder steile Wände auf Englisch. Oh. Ja, man kann auch eine Beschreibung einfügen und da lese ich eigentlich auch immer, was da so steht. Und ich meine, ja, aber das ist nicht. Doch wirklich eher so eine Übungsmap dann oder sowas. Ist ja jetzt schon wieder Fred. Das ist das Beste überhaupt. Ich hänge auf dem Kopf mit dem Hinterrad an der Wand und mein Tatsache, Kopf federt. Ich sehe es so ein bisschen. Nur ich kann also leider kein jetzt, Gas geben. Da fahre ich hier viel lieber irgendwas Extremes, du. Das ist ja. Das ist so geil, was man machen kann, wenn man. Fred, jetzt beschreib mal, ich kann es nicht sehen, ich bin nur so schlecht. Ja, ich federe einfach mit dem Kopf hier mich so langsam die Wand hoch. Wie jetzt? Ich mach's auch gerade. Das ist super. Du bist nicht aggressiv hier. Ha! Ha! Fährst du rückwärts hoch? Nee! Basti? Ha! 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 Ich möchte bestimmt das macht mich doch nicht wuschig. Mit Basti nicht erleben. Passt. Fast habe ich nie gesagt. Nein, mein Daumen rutscht ab. Mein Daumen rutscht ab. Oh Gott, nein. Mein Schmierdaumen. Ich hätte doch das Messer fürs Brot nehmen müssen. Kennt ihr das? Wenn ihr euch nach vorne lehnt, ja? Und dann rutscht der Daumen ganz langsam über das Gamepad, über diesen Nippel. Und du denkst so, ich kenne das besonders gut. Also ich bin immer nicht sicher, bei mir passiert das nicht. Okay. Nein. Oh Mann. Ich glaube, man muss hier doch Vollgas geben. Ja. Aber ja. Ich hab's geschafft. Ich wollte gerade sagen, Basti und ich, wir sind besser als die anderen beiden, aber jetzt ist nur noch Mia schlecht. Fred. Ja, deswegen habe ich es jetzt ja nicht gesagt. Du hast es nicht gesagt. Ja. Die Freude währt aber kurz, weil das hier ist scheiße. Aber ich weiß schon, wie das geht. Ja, das ist ja gut. Dann, ich hole auf. Ich freue mich immer, wenn man so lange irgendwo hängt, wenn dann irgendjemand zumindest ins Ziel kommt. Zu viel. Also hier brauchst du viel Fingerspitzengefühl. So, ich hoffe, das tut weh. Das tut richtig weh, was du da. Wie machst du da? Oh Gott. Ich bleib grad. Was mache ich hier? Sie so
gruseliges Kind mit ihrer Puppe. Ja. Das hat er verdient. Nein. Friss das, Dreck. Nein. Schein. Mit Wucht. Nein. So. Hä? Wer ist denn hier runtergefallen? Frieden. Das war ich. Mist. Ich habe gerade aufgehört, ihm die Nase zu brechen, obwohl die Nase wahrscheinlich beim ersten Mal schon gebrochen war. Mittlerweile ich stell mir das gerade echt raus. Vor. Weißt du, wie steht irgendwo am Ziel und verprügelt ein. Ist am Ziel. Ah, ich hab's fast gehabt. Start. Der Start, das Start, die Start ist doch den Ziel. Der Gerät wird nie müde. Der Gerät kann arbeiten. Ja, genau. Och nee, Mensch. Schade, ich dachte, es wäre nicht nur mein Motorrad, sondern er würde mit dem Kopf im Boden stecken. Ja. Uhu. Oh Mann, das wollt ist jetzt... Wollt ihr das noch bis zum Ende fahren? Ich würde... Ja, klar. Also ich hab's gleich. Dann gehe ich gleich mal... Ich weiß, wie das geht. Nein! Mir Eis holen oder so. Du hast doch vorhin erst gesagt, dass dir schlecht ist vom Eis. Ja, wirklich. Mir ist schlecht. Warum ist hier schlecht? Ja, ich habe vorhin Eis gegessen. Hab ich niemals gesagt. Und jetzt, 10 Minuten später, ich gehe mir gleich ein Eis holen. Nein, habe ich nicht gesagt. Das ist schlimmer als Basti, der sich 5-mal nacheinander die Zunge verbrennt am heißen Essen. Und sagt, oh, ist ja heiß. Die sind... Alles ich mache auch immer den gleichen Fehler. Essenslegastheniker. Komm schon. Mach hier. Komm. Ich hab's gleich. Oh, du bist doch immer noch hier unten. Noch ein bisschen. Ich kann es nicht mehr noch schneller drücken und noch selbst. Also wenn die Steigung nachher nicht noch weiter steigen würde, dann wäre ich eigentlich, würde das funktionieren, glaube ich. Ja. Ich komme zum dritten und ab dem dritten ist es schwierig. Ich glaube ja, dass es da ganz oben nicht so steil ist wie, oder genauso steil ist wie hier beim letzten, oder? Vermutlich. Beim ersten meine ich. Weil wie schnell geht's denn? Müsstet ihr das auch echt schaffen? Alter, die Klappe. Komm jetzt hier am Anfang nicht mehr ran. Ich kann mich nicht mehr, ich krieg mich nicht mehr an die Wand geklebt. Ja, stimmt. Die ist genauso steil wie das letzte, aber. Man muss halt hier langsam hochfahren. Genau, ne? Und bei der anderen konnte man ein bisschen schneller schon auf die Steigung drauf. Ja. Oh, das ist doch nicht normal. Welche Psycho hatten sich diese Map hier ausgedacht? Ich weiß es auch nicht. Wollen wir einfach die abbrechen und dann dafür jetzt die anderen noch fahren? Also ich muss die zwar dann nochmal einstellen. Nee, wobei, die sind ja noch drin. Nee, ich glaube, du brichst das ganze Rennen ab komplett. Ja, das Rennen brech ich ab. Ich versuch gerade mal was. Das wird bestimmt erfolgreich sein, Fred. Ich bin weiter oben als jemals zuvor. Das könnte so funktionieren. Oh. Wie denn? Auf der kleinen Steigung, die hier jetzt als erstes kommt, muss man beschleunigen. Und zwar ordentlich. Ja, dann hebe ich mit dem Vorderreifen ab. Dann beschleunigst du zu viel. Ah doch, das stimmt. Mann, jetzt hat's gut ausgesehen. Nee, so nicht. Startest du jetzt neu? Moment. Jetzt packt uns wieder der Ehrgeiz. Komm dich einmal kurz besuchen, Mia. Ja. Hey, komm, mach mal. Ich leg mich schon mal hin und warte auf dich. Hi. Hallo. Wie billig. Hallo. Leg dich hin, wir kommen gleich. Wir haben nur noch 15 Minuten. Nur noch 15 Minuten. Ja. Du bist ja schon wieder weg, Fred. Ja, ich bin... Jetzt hat er viel Staub in der Fresse. Hier, ich komme. Jetzt bin ich gerade an dir vorbei nach oben. Oh. Du hast gesagt, schnell und dann... Ah, nee. So, ich komme, Fred. Okay, warte. Achtung, Mia, komm. Hier, mein Popo hängt schon nach oben, aber du könntest auf meinem Motorrad landen. Au, ja. Hi. Hi. Ah, diese Map hier ist echt... Okay, ich breche das jetzt nicht ab. Tschüss, zack. Das geht nicht. So. Fred, warte, aber weg. Hier, ich muss doch... Oh. Fred hat sich einfach aufgelöst, als ich ihn anfassen wollte. Meine Fee. So, ich würde sagen, wir machen jetzt noch mein Neighborhood. Mein Neighborhood. Das ist der österreichische Ausspruch dafür, ne? Ja. Mein Neighborhood. Nee, das ist sächsisch schon. Wie in Österreich, die kennen schon Hütte. Reden, gell? Basti. Was denn? So schwer. Die Kisten, die sind so hoch wie wir. Das ist aber eine schwere. Oh, aber es ist nicht, nicht so schlimm. Oh, ich bin oben. Alter, hier ruckelt. Ich bin gleich beim ersten Versuch oben gewesen. Wie hast du das? Ich bin einfach gefahren, keine Ahnung, ich bleibe jetzt hier oben, dann bleibe ich Erster.
Tja, wir sind nicht so gut im Besteigen, wie es aussieht. Oh. Ach, das fast rollt der weg. Ist da oben. Ja, das rollt weg. Ich komme aber nicht weiter. Nein. Nein. Aber ist wieder so eine Stelle, wo die Kamera so komisch wackelt bei jedem Mal. Da wird mir immer so schlecht. Hä, wie weit bist du denn? Nee, direkt hier am Anfang. Die wackelt so ein bisschen. Siehst du das nicht? Nee, wenn ich starte? Ja. Von oben nach unten? Dann sollst du nicht so schnell starten. Mist, beim ersten Mal kam ich drauf und jetzt nicht mehr, oder was? Hab ich denn gemacht? Ich hab das doch gerade. Ja. Oh Mann, das ist wieder sowas. Was ist das heute? Die Folge der unendlichen, der unmöglichen Strecken? Was macht Fred denn da? Fred, dein Rad. Ich hab die Tonne mit meinem Kopf zur Seite geschoben, so mal. Für weitere Versuche. Wo ist denn hier überhaupt der erste Checkpoint? Ich guck mich hier mal ein bisschen um. Wenn du, ich hab mich hier noch rumgeschossen. Das ist eine Schwerde? Mhm. Naja, die Schweren, die selbst erstellten, sind ja immer extrem eigentlich. Ich glaube, wir können die Strecke eigentlich auch direkt abbrechen. Ja, vor allen Dingen ist der erste Checkpoint nicht hinter der Box, sondern erst da hinten hinter der Betonsäule. Seht ihr die? Ja. Alter, da kommst du nicht hoch. Also irgendwo da muss, glaube ich, von der Betonsäule zu der anderen Betonsäule springen. Aber wie soll man denn hier... Warte mal. Ich war doch gerade schon da. Da. Also wirklich, diese Yeah. Ich mag, wie man das mit den Autos, wenn die immer so hoch und runter springen? Lowrider. Ja, ich habe auch gerade einen Lowrider mit zwei Rädern. Lowrider. Get low. Und jetzt. Get a little hard. Mist. Mann. Also hochkommen ist ja kein Problem. Sagt die einzige Frau hier in der Runde. Ja. Die überhaupt keine Ahnung von sowas hat. Ja, wirklich. Ich sag jetzt einfach gar nichts dazu. Da kann ich jetzt was Falsches sagen. Also ich habe nie Probleme. Mit Basti oder was? Ach Mann, das ist doch doof, dass es jetzt genau... Ich habe ja gedacht, die andere, wir haben ja sonst in letzter Zeit die Schweren immer ganz gut geschafft. Ja, aber wenn da so eine Wand ist, dann ist das irgendwie doof. Ja, aber ich weiß nicht, dass hier so eine Wand ist. Ich kann ja nicht vorher schon fahren. Vielleicht können die das ja in die Beschreibung schreiben. Nee, demnächst. Ja nicht. Genau. Vorsicht, Wand. Leute, alle, die jetzt dieses Video sehen, das sind bestimmt alle Leute, die ja auch Custom-Strecken für Trials Evolution machen. Ja, ja, schreibt doch besonders mal die Schweren machen. Wie das aussieht. Macht das doch mal einfach so mit Slash und so, malt die mal vor. Ja, sonst kacke ich euch wieder die Tür. Man kann doch auch irgendwie einfach so eine Wand hochfahren, ne? So eine ganz normale, wenn man... Ich weiß, so lustig. Mia sagt so ganz, erklärt das alles. Und Daniel, sonst kacke ich euch vor die Tür. Ich bin halt ein gefühlvoller Mensch, nicht? Sehr emotional. Mann, ich war doch schon... Das gibt's doch nicht, Mia. Du warst doch auch... Ja, ja! Ja, oh. Ja, und jetzt bist du... Nicht weiterkommen. Doch, jetzt mal. Da kommst du nie wieder raus, Basti. Da kommst du nie mehr raus. Nein! Ich hab nur kurz Gas gegeben, so eine Scheiße. Wie bist du denn da hochgekommen, Basti? Ich bin einfach hochgefahren. Du musst relativ spät das Vorderrad hochziehen und dann... Ja, ich hab's auch geschafft! Das war ein kurzer Erfolg. Also wenn du recht spät das Rad hochziehst, fährt er fast hoch eigentlich. Beziehungsweise ich fahre mir erst ein Stück zurück. Also ich mach's gerne. Wir brauchen jetzt keinen Regen. Das hab ich gerade daran erinnert. Okay, hier komm ich schon mal hoch. Das ist schon oh nein, gut. Au! Das ist schon mal gut. So, jetzt muss ich chillen. Chill erst mal. Ja, ich lasse meine Eier hier ein bisschen hängen. So. Und jetzt mit Gefühl? Mit Gefühl? Ja. Du leistest mir hier gleich Gesellschaft, ich sehe es kommen. Nein, ich mache das mit Gefühl. Achso, nee, du fällst eher wieder nach hinten. Sieh mal meine Beinchen. Komm, Maus. Oh. Hier. Wo sind sie denn? Ich lieg hier. Siehst du, ich habe doch wirklich... hier sind meine Füße, siehst du die nicht, Fred? Hier hinten. Da, ich wackel mit meinem linken Fuß. Was, wo bist du denn? Ja, ihr müsst Männer, nur gucken. Männer achten nicht auf wackelnde Füße. Jetzt bin ich weg. Wo sind meine Füße jetzt hin?
Ah, oh, nee. Ja, hast du dich zu Tode gewackelt, oder was? In die Auflösung gewackelt. Ah, oh, guck mal, wie weit vorne ich bin. Nee, Leute, das schafft ihr nicht. Hier ist nirgendwo ein Checkpoint. Da kommen die Kisten. Oh, ich hätte fast dann geschafft. Dann kommen zwei Poller, die nochmal ähnlich hoch sind aus, wie heißt es denn? Beton und dann... Auf drei, Basti, drei. Dann ist da hinten so ein Block, auf den du kommst, wo wieder so eine hohe Säule ist, wo man erstmal raufkommen muss. Und dann auf diese Säulen kann man aber auch nur mit dem Hinterreifen, und da muss man mit dem Hinterreifen springen, wisst ihr? Da sind tatsächlich keine Checkpoints. Das ist, glaube ich, noch das größte Problem an der ganzen Sache. Aber doch, einer ist hier, glaube ich. Das ist bestimmt der Ball, der da liegt. Ich schaff das jetzt. Okay. Hier ist ein Fußballtor. Ich guck mich mal ein bisschen um hier. Ich werde hier gerade... Was? Bitte? Was machst du, Fred? Ich spring ab, ich setz mich hier in die Ecke. Ich mach mit. Fred, hey, du bist schon wieder weg. Du bist ein Nova. Nein, ich wollte mich nur richtig in die Ecke setzen. Ich hab mich jetzt auch richtig in die Ecke gesetzt. Mit dem Kopf. In welche Ecke denn? Hinten. Wo hinten? Da. Oh, ich lieg hier mal rum. Ach so, hier. Das sieht gerade echt so aus, als würde ich die Kiste rammeln. Gut, das ist ja. Nein! Das sieht so aus, als würde ich Mias Geist. Ich sehe Fred gar nicht. Ach, da. Da ist Fred, hi. Was machst du mit mir? Ich sehe nur so ein bisschen leuchten bei Fred. Hör auf zu lachen. Wo ist denn dein Kopf, Fred? Ich sehe mal nur so einen leichten Streifen Kopf war, bei dir. Mein Kopf war hinter dem Stein. Ach so. Der Stein im Kopf, ey. Also, du glaubst, ich war das. Eigentlich ist es Basti gewesen. Basti liegt hier auch rum. Ja. Fred, das werde ich nie mehr los. Super, jetzt komme ich jetzt hier miteinander hoch ohne Probleme und jetzt geht's wieder gar nicht. Oh. Müsst ihr euch mal angucken, so wie ich hier gerade mich bewegt habe, das sah sehr, sehr eindeutig aus. Erotisch. Versuch das mal zu reproduzieren. Also wie Kuchen anschneiden. Oh, das ist auch erotisch. Ich hab's reproduziert. Warte. So. Ich würde sagen, es ist einfach eine weniger erfolgreiche Aufnahme dieses Mal. Und ich glaube, es reicht, oder? Wir sind täglich gescheitert. Wir sind ja jetzt schon hier bei einer halben Stunde oder sowas. Ja, kann sein. Oh, stimmt, ich habe ja gar nicht so viel Platz. Wir müssen Schluss machen. Tschüss, Leute. Tschüss. Mia hat nämlich keinen Platz auf ihrer Festplatte. Tschüss. Wer liegt denn da unten rum? Ich. Wie alle rum. tschüss.